Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Riffomaten und zwar eigentlich ein eintaktiges kleines Lick mit einem D-Dur-Akkord von der legendären Band Aerosmith und zwar von Living on the Edge und dieser Song ist auf der Get a Grip Scheibe drauf, die ist schon etwas älter, aber meiner Meinung nach die Kracherscheibe von Aerosmith schlechthin, die sollte man meiner Meinung nach haben. Also unter den Top 100 Alben, wenn es so eine Liste überhaupt sinnvoll zu erstellen geben möge, bin ich der Meinung, gehört dieser Song definitiv rein. Ich habe jetzt das Lick mit ein bisschen Zerre und ein bisschen Effekt drauf gespielt. Das kann man aber natürlich auch clean machen und so weiter. Man kann, der ganze Song ist übrigens auch relativ einfach zu spielen. Wir brauchen dazu Drop-D-Tuning, das heißt tiefe E-Seite auf ein D runter. Für das Lick am Anfang müsste man das eigentlich noch gar nicht mal unbedingt machen. Ich habe es nachher so gespielt. Ich habe es zweimal mit der normalen D-Seite am Anfang gespielt und zweimal mit der tiefen D. Wenn man jetzt Drop-D nicht spielen möchte, kann man einfach die normale D-Seite natürlich da spielen. Aber wenn man den Song wirklich mal ganz spielen möchte, was gar nicht so schwer ist, mal nebenbei gesagt, dann könnte man eben halt das Anfangsding normal gestimmt spielen, den ganzen Song, aber dann mit Drop D, dann wird's wichtig. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. So, das ist ein eintaktiges kleines Lick mit einem D-Dur-Akkord eigentlich. Das kann man aus den Noten gar nicht so gut sehen, die blende ich ja hier ein, aber ich finde es relativ schlau, wenn man muss den D-Dur-Akkord am Anfang gar nicht komplett greifen. Das heißt, bei einem D-Dur-Akkord müsste man ja theoretisch den Zeigefinger im zweiten Bund auf der G-Seite haben, den Ringfinger im dritten Bund auf der B-Seite und den Mittelfinger im zweiten Bund auf der oberen E-Seite. Und den Finger, genau den, nehmen wir am Anfang einfach hoch. Dieser Finger, der Mittelfinger auf diesem Ton, das wäre die Note Fis oder sprich die leere E-Seite oben zum Fis, machen wir als Hammering und Pull-Off in diesem Lick. Das seht ihr dann auch schon. So, das ganze Lick generell ist eigentlich relativ einfach. Wir spielen eigentlich und nebenbei, ich habe in den Noten eine gestrichelte Linie dargestellt, wo Let Ring dran steht. Das heißt, alle Töne können schön ineinander überklingen. Das gelingt auch, wenn man das eigentlich erstmal flüssig spielen kann. Ne? Das Schwierige, das sei jetzt schon mal gesagt, meine Wurstfinger sind da auch ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das Schwierige ist, genau das, die Töne nämlich nachher ineinander überklingen zu lassen. Also, wir fangen an, relativ einfach, da brauche ich auch nicht in die Großaufnahme gehen, das ist völlig unnötig. Also, ne, D-Dur-Akkord greifen, Mittelfinger hochnehmen. So, und auf der Zählzeit 1 spielen wir logischerweise die tiefe, beziehungsweise die normale D-Seite. Ne, das kommt auf der Zählzeit 1. Auf der 1 und spielen wir die B-Seite an, wo der Ringfinger drauf ist. Ne, das wäre den, wenn ich mich ganz langsam reinzähle, das ist auch vom Tempo relativ langsam, 88 ist das. Das wäre 1, 2, 3, 4. So. Dann ist diese Note zur Zählzeit 2 übergebunden und auf der 2 und machen wir ein ganz schnelles Hammering. Und zwar der Mittelfinger macht das, wir nehmen die Finger natürlich nicht weg, wie ich das jetzt tue, nur zur Verdeutlichung mache ich das gerade. Wir schlagen die E-Seite oben leer an und machen ein ganz schnelles Hammering und ein Pull-Off. Zur leeren E-Seite natürlich wieder. Und das integrieren wir aber in unseren Griff. Und da liegt die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist, dass man den Ringfinger so senkrecht aufs Griffbrett bekommt, dass das Hammering mit dem Mittelfinger, was schon schwer genug ist, auch mit dem Pull-Off dazu neigt, dass die E-Seite oben wieder angeregt wird. Also die leere E-Seite soll am Ende schwingen. Ich spiel's mal. Ich hoffe, mir gelingt's. Manchmal habe ich auch zu dicke Wurstfinger. So, nach dem Hammering und Pull-Off kommt wieder die B-Seite. Das wäre dann in Wahrheit die Zählzeit 3. Das ist dann auch wieder eine Achtelnote, also mit demselben Ton. Ne? Die Finger bleiben eigentlich liegen. Ne? Würde bis dahin so klingen. So. Da habt ihr schon die schwierige Stelle gemeistert. Also der Mittelfinger mit dem Hammering und dem Pull-Off, das ist schon schwer genug. Ne? Dann eben halt die Töne alle ineinander überklingend zu bringen. So, danach schlagen wir auf der 3 und, jetzt kommen 2/16 Noten erstmal, zumindest auf der 3 und, dann schlagen wir die leere obere E-Seite an und wieder die B-Seite
im dritten Bund natürlich. Ne? Also der Griff bleibt eigentlich die ganze Zeit liegen. Ne? Würde bis dahin so klingen. Ne, ich schlage, das sind 2/16 wohlgemerkt. Ne? Das heißt, da spielen wir auch etwas schneller. Und jetzt kommt noch ein sehr geiler, tricky Part. Eigentlich müsstet ihr bis zu diesem Zeitpunkt den Zeigefinger auf der Note A im zweiten Bund, auf der G-Seite, eigentlich noch gar nicht liegen lassen. Aber ich finde das relativ schlau, wenn man das Ding nachher in Schleife spielt, weil das dann nämlich passiert, das am Anfang gleich zu machen. Das heißt, die nächste Note, die auf der Zählzeit 4 kommt, das ist die leere G-Seite zunächst. Das heißt, wir nehmen eigentlich von unserem D-Akkord, nebenbei bemerkt, wenn wir einen D-Dur-Akkord spielen, es ist dann kein D-Dur-Akkord mehr und wir spielen die obere E-Seite leer, dann ist es eigentlich ein D-Sus 2. So viel sei mal dazu gesagt. So, wir kommen aber jetzt als nächstes, wir müssen dann ganz flugs den Zeigefinger hochnehmen und dann schlagen wir die leere G-Seite an und machen ein Hammering rein in dieses A, in den Zeigefinger. Das ist eben halt, wir machen sowas hier, leere G-Seite und dann Hammering in den zweiten Bund natürlich, in den eigentlichen D-Akkord, D-Sus, D-Dur, wie man das jetzt auch mal bezeichnen möchte. Und dann hängen wir nochmal die B-Seite hinten dran, das wäre die letzte Achtel auf der Zählzeit 4. Und ne, und wie gesagt, mit einem leicht crunchy Sound, finde ich, klingt das super geil, dieses Ding. Deswegen habe ich es auch so gespielt. So, ich mache es mal ganz langsam nochmal. Das wäre auch schon das ganze kleine Lick-Riff beim Anfang. Noch langsamer. Das ist es schon eigentlich nachher. Wie gesagt, mit dem Triller, das muss man ein bisschen üben. Das ist sicherlich auch auf der einen oder anderen Gitarre ein bisschen unterschiedlich schwierig. Kommt auch ein bisschen auf die Dicke der Finger eben halt an. Wie gesagt, ich habe da auch ab und zu meine Probleme, mit diesem Ton oben mal ein bisschen zu treffen. Man müsste es noch ein bisschen mehr spielen und dann läuft es auch schon ganz flüssig. Man kann natürlich auch versuchen, diesen Ton, diesen Akkord so ein bisschen in die einzelnen Töne aufzuteilen. Weil letztendlich muss der D-Dur nicht zwangsläufig liegen bleiben. Aber ich finde, zwecks ineinanderklingender Töne ist es nicht doof, wenn man das macht. Also es klingt eigentlich schöner, wenn alles nachher ineinander überklingt. Ne? Und wenn man es ein bisschen übt, geht es nachher dann auch. Also man kriegt es dann doch schon in Schleife gespielt. So, und im Laufe des Songs ist es so, dass dieses Lick immer wieder kommt und ab und zu spielt er halt am Anfang die normale D-Seite. Und am Anfang, deswegen habe ich diesen Ton, die leere, tiefe D-Seite, durch das Drop-D-Tuning habe ich in Klammern gesetzt in meinen Noten. Ihr könnt euch da mal entscheiden, mal mit tief, mit hoch. Ne? Das klingt dann eben halt, es geht eben halt theoretisch beides. Ihr macht das nicht gleichzeitig. Also nicht die beiden D-Seiten. Denn, ne? Also ihr wechselt das einfach dann mal ab am Anfang. Ihr könnt es so spielen. Oder eben halt mit der tiefen. Da könnt ihr euch entscheiden, wie ihr das machen möchtet. Ja, super geiles, einfaches, simples Riff, wie man mit Akkorden auch was rausholen kann. Und dieses Intro-Riff, das soll eigentlich auch ein Denkanstoß sein. Falls ihr selber Songs schreibt oder falls ihr Songs spielt, wo immer mal so ein D-Dur ist, dann könnt ihr diese Hammerings auch zur Verzierung halt benutzen. Ihr müsst es ja nicht rhythmisch genauso spielen, aber man kann eben halt aus den Akkorden über Hammerings von den leeren Seiten oftmals ganz witzige Verzierungen rausholen in irgendwelchen Songs, die ihr denn spielt. Das klappt auch bei anderen Dur-Akkorden theoretisch. Da müsst ihr einfach die einzelnen Töne, die ihr in den Griffen habt, einfach mal durchprobieren, wo das ganz cool klingen kann. Ne? Da muss man einfach mal ein bisschen kreativ damit umgehen. Wie gesagt, ne, ich mache es nochmal ganz langsam. Das ist das Intro-Riff und wie gesagt, es klingt letztendlich relativ cool. Mit Sound geht's besser. Viel Spaß!